einer vertreiben? Ich sehe, wir verstehen uns. Du widerst mich an. Wenn du jetzt gehst, werde ich dafür sorgen, dass die Damen, deren Schicksal hier minutiös dokumentiert ist, dass die hier persönlich antanzen. Lena wird dich nur noch verachten und aus ihrem Leben streichen. Und wenn die Presse dann mit dir fertig ist, dann wirst du froh sein, wenn du noch irgendwo einen Job als Aushilfskoch in einer Schulkantine bekommst. Ich habe mir mal den Dienstplan noch mal genauer angesehen. Und wenn ich die Frühschicht am Samstag mit einem Kollegen tauschen könnte, Nochmal, wir haben einen krankheitsbedingten Engpass. Aber deshalb kann man doch trotzdem die Früh mit der Spätschicht tauschen. Ich mache die Dienstpläne nach bestem Wissen und Gewissen. Ich möchte einfach mal wieder ein bisschen schlafen. Oh. Vielleicht hat die Prinzessin auf der Erbse einfach keine Lust, die Fürstenhofgäste zu bedienen. Ich kann mir schon denken, woher der Wind weht. Wie bitte? Es ist wegen Jakob. Das ist nichts, was ich mit Angestellten diskutiere. Sie drücken mir doch nur eine Doppelschicht nach der anderen auf, um zu verhindern, dass ich Jakob treffe. Aber ich bin keine Gefahr für Ihre Beziehung. Sie haben sich selbst ins Aus manövriert, Frau Engel. Was bieten Sie sich an, so mit mir zu reden? Sie sollten um Ihre Liebe kämpfen und nicht Ihre Zeit mit überflüssigen Racheaktionen vergeuden. Ach. Spielen Sie jetzt wieder die angeblich beste Freundin und dann auf der Pferdekoppel geht's zur Sache? Das mit dem Kuss, das hatte nichts zu bedeuten, das versichere ich Ihnen. Natürlich, so war sie, Sibylle Zimmermann heißen. Und ich habe mich noch für sie stark gemacht, habe Jakob gut zugeredet. Aber inzwischen verstehe ich, warum er keine Lust mehr auf seine... Ach, ich bin so blöd. Ich glaube immer noch an die Liebe. Auch an ihre. Zieh ich mal meine Uniform an. Sibylle? Mutter! Sibylle! Ja, freust du dich denn gar nicht, deine arme alte Mutter zu sehen? Oh, ich war ganz krank vor Sorge um dich. Mutter, was machst du denn hier? Prüfungstermin ist weg, hat Zucker schlicken, das sag ich dir. Da müssen wir auf alles Mögliche gefasst sein. Gut, dass wir haben. Ja. Ja. Für Eva. Das sag mal, ich glaub's nicht. Ich mein, sie bereiten ihn vor, da schreibt der Brief an seine Ex-Frau, das gibt's doch nicht. Auch wenn's wegen ritterlichen Falschaussagen. Sonst würde Frau Krentlinger hier sitzen. Das ist kein Spiel. Herr Seifel, kapieren Sie endlich, dass die Lage ernst ist. Sie sind in U-Haft. Der Staatsanwalt zimmert an einer Mordanklage gegen ihn und er schreibt Liebesbriefe für die Krentlinger. Ja, wenn der Staatsanwalt mitkriegt, dass da noch Gefühle im Spiel sind, dann wird er ihre Aussage aufrollen. Ich weiß nicht, was du mir sagst. Ja, schon gut. Das ist schlecht für Sie und schlecht für das Madel und schlecht für mich, weil ich verliere nicht gerne einen Prozess, weil ich mir einen rausholen. Verstehst du das? Ja, das wäre schön. Also reißen Sie da zusammen, kapieren Sie es endlich. Es wäre doch schott, wenn das Babyputzerl ohne den Papa aufwacht. Ich hab's kapiert, verdammt nochmal. Ja, Sie. Also. Vielen Dank. Und jetzt zu dir, Fräuleinchen. Ich muss dir wohl nicht sagen, wie sehr du mich enttäuscht hast. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Dass ich erst einen Detektiven beauftragen muss, um mit meiner Tochter ein vernünftiges Wort reden zu können, das ist unter unserer Würde, Sibylle. Mutter! Ich bin noch nicht fertig. Wie eine gewöhnliche Bürgerliche. Einfach zu flüchten, kopflos, ohne Plan. Ich werde Leander nicht heiraten. Natürlich wirst du das. Es ist alles längst vereinbart mit den von Karrenburgs. Aber im Moment geht es sowieso erst einmal um Schadensbegrenzung. Wir müssen deinem zukünftigen, ja, dein plötzliches Verschwinden irgendwie plausibel machen. Aber ich liebe diesen Mann nicht. Sibylle, dieser Mann hat das Geld, um unser Anwesen zu retten. Ohne den Baron können wir das Schloss und die Ländereien nicht halten. Aber ich brauche kein Schloss. Du bist eine von Lichtenberg. Und du wirst deine Pflicht erfüllen. Ich will doch nur dein Bestes, mein Schatz.
Weißt du eigentlich, was ich mir alles aus den Fingern saugen musste, um deinem Zukünftigen zu erklären, dass du zu einer kurzfristigen Studienreise aufgebrochen bist? Du weißt gar nicht, wie recht du damit hast. Ich lerne gerade sehr viel über das Leben. Das richtige Leben. Was redest du denn da? Mein Gott. Entschuldige. Wenn dein Vater dich so hören könnte. Oh. Ich glaube, mein Kreislauf. Wahrscheinlich habe ich diesen Linienflug nicht vertragen. Meine Tropfen sind dort in der Tasche. Ich hab dich vermisst, meine kleine Prinzessin. Es war so einsam ohne dich. Geht's dir besser? Danke. Weißt du, manchmal hatte ich das Gefühl, der Geist deines verstorbenen Vaters schleicht durch die Gemäuer. Als würde er dich genauso vermissen wie ich. Komm mal her, mein Schatz. Wir beide, wir müssen jetzt ganz alleine zurechtkommen. Mutter. Weißt du, ich kann das verstehen, dass du dich gegen diese Ehe sträubst. Also wenn es irgendeinen anderen Ausweg gäbe, dann würde ich dir das alles nicht zumuten. Ich kann das nicht. Also, mein Vater hätte es auch erwartet. Aber es muss einen anderen Weg geben. Lass uns das nachher noch mal bei einer Tasse Tee erörtern, ja? Ich muss mich jetzt ein bisschen hinlegen. Ja. Eva. Du weißt gar nicht, wie dankbar ich dir bin. Für das Bild. Ohne dieses Bild würde ich es hier drin nicht ertragen. Ich muss dich wirklich aus meinem Kopf bekommen. Du meinst Fürstin Jenny von Lichtenberg, die ich gerade noch auf dem Foto von der Galaveranstaltung gesehen habe, ist hier im Hotel. Mhm, ja. So ein Mist. Ja. Ja, aber wieso, woher weiß sie denn das? Ich denke, der Detektiv, der sucht dich in Italien. Meine Mutter will mich wieder davon überzeugen, Leander von Karenburg zu heiraten. Wieso, den liebst du doch gar nicht. Ja, da haben wir's. Doch jetzt vergiss den Kerl doch endlich. Der ist sowieso viel zu alt für dich. Sibylle von Lichtenberg, Sie sind ein freier Mensch. Lass dir das von Tanja Heinemann gesagt sein, bitte. Okay. Aber meine Familie ist pleite.
trotz Schloss und Grundbesitz. Mein Vater hat sich vor seinem tödlichen Unfall um alles gekümmert. Er hat nicht mal die geringste Andeutung über unsere finanzielle Lage gemacht. Und nach seinem plötzlichen Tod standen wir vor dem Nichts, meine Mutter und ich. Das Schloss ist nicht mehr zu halten. Die Adelsfamilie von Lichtenberg ist am Ende. Außer ich heirate den passenden Baron. Mit dem vielen Geld. Die Hochzeit mit Leander könnte alles retten. Ja, aber dich doch nicht, Schatz. Das kriegen wir schon irgendwie. Geht das, Robert? Wie soll es ihm schon gehen? Zumindest kann er jetzt stundenweise in der Küche der Haftanstalt arbeiten. Das lenkt ihn bestimmt ab. Er gibt sich tapfer. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann, das durchzustehen. Ach, diesen Brief hat er mir für Sie mitgegeben. Ich werde doch versuchen, Werner zu erreichen. Hoffentlich hat er Empfang auf dem Schiff. Liebe Eva, verzeih mir, aber ich musste deine liebgemeinte Zeichnung zerreißen. Das Glück auf dem Bild, du und Valentina, das ist alles so schön. Zu schön, um es zu ertragen. Es zerreißt mir das Herz, wenn ich immer noch hoffe, dass wir wieder zusammenkommen. Robert. Bitte schreib mir auch nicht mehr. Jedes Wort von dir macht meine Sehnsucht nur noch größer. Ich kann nichts dagegen tun, gegen meine Liebe zu dir. Aber ich weiß, dass es nicht sein darf. Darum lass mich einfach in Ruhe. Ich hoffe, du verstehst, dass ich mich nur schützen will, um nicht völlig durchzudrehen. Robert. Trotzdem, so eine arrangierte Ehe, das ist doch reinstes Mittelalter. Schon. Deswegen darfst du dich auf so einen faulen Hochzeitsstil überhaupt nie einlassen, das sag ich dir. Das sag mal meiner Mutter. Ja, kein Problem. Mach ich sofort. Sie hat immer so eine Art an sich, mich immer unter Druck zu setzen. Das war schon früher so. Ja. Aber seine Mutter liebt man trotzdem immer, oder? Zurzeit aber lieber aus der Ferne. Ach. Und jetzt schau nicht so. Deine Mutter kann dich nicht zwingen. Das weiß sie auch. Ich glaube, die braucht einfach nur ein bisschen Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass du nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzt. Hm? Ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe. Ich auch. Ich hatte ewig keine Trainerstunde mehr. Mir hat einfach die Lust gefehlt oder der richtige Partner. Sie müssen sich mit Ihrer Technik nicht verstecken. Nur mit meiner Technik? Ein anderes Urteil steht mir als Ihr Trainer doch gar nicht zu. Sehr diplomatisch, aber durchaus charmant. Wir werden das sicher bei Gelegenheit vertiefen. Also wie gesagt, deine Mutter kann verlangen, was sie will. Du bist erwachsen und du kannst machen, was du willst. Verstehst du? Wenn sie das nicht angehen will, dann hat sie eben Pech gehabt. Sibylle? Was ist das für ein Aufzug? Bitte mal mit.